Weil uns 10 Saison-Goal, aber ich nehme an, die Enttäuschung überwiegt. Die Enttäuschung ist gross. Wir haben über 80 Minuten also das Spiel gemacht und so Goal dürfen wir nicht in den letzten 10 Minuten noch kassieren. Wie kannst du dir erklären, dass der Match noch kippt in der Schlussphase? Ja, ich weiß nicht, was sagen. Wir wissen, was Vaduz gerne macht, eben mit den Einwürfen oder Eckball. Und das darf uns einfach nicht passieren. Ist das auch eine Frage von der Kraft schlussendlich? Nein, ich denke es nicht. Wir müssen einfach bis letzte Minute noch konzentriert sein und vorbereitet sein, was Vaduz gerne macht. Warum hat der Match noch eine kippen in der Schlussphase? Ja, ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich super in die Partie gekommen. Wir haben dem Gegner extrem wenig Chancen zugelassen, vor allem in der ersten Halbzeit. Und dann in der zweiten ist klar, da haben wir erwartet, dass sie ein bisschen offensiver spielen. Und auch dann haben wir es sehr gut gemacht. Wir haben die erste Druckphase vor der zweiten Halbzeit gut überstanden. Und dann denke ich, müssen wir einfach dringend das 2-0, das 3-0 suchen. Und dann wäre der Match entschieden gewesen. Und so bleibt es einfach immer spannend und wir wissen, auf Standard sind sie extrem gefährlich diese Saison und das haben sie im heutigen Match wieder unter Beweis gestellt. Und nach dem 1-1 hat man das Gefühl, dass der mentale Aspekt auf ihrer Seite war und haben sie eiskalt genützt mit der letzten Aktion noch das 2-1 schiessen. Schluss extrem bitter finde ich, weil wir wirklich gut gespielt haben, aber stehst mit leeren Händen da. Was ist denn schlussendlich? Konzentration oder doch Kraft? Nein, mit der Kraft hat das nichts zu tun, habe ich das Gefühl. Also, ich meine, wir sind in diesem Spiel drin, wir machen ein super Spiel, wir sind extrem motiviert, wir haben einen guten Lauf, also mental sind wir auch super und konditionell sind wir auch auf der Höhe. Ich habe das Gefühl, das ist Konzentration, es hat vorne manchmal eine Sekundenentscheidung, die man halt falsch trifft und das entscheidet manchmal ein Spiel und heute war es zugunsten von Vaduz und leider nicht zu uns. Wie bitter ist denn das? Ich meine, um viel geht es eigentlich nicht mehr. Also das finde ich extrem bitter in der Lage, weil wie gesagt, wir sind gut im Schwung gewesen, wir haben wieder ein bisschen gegen hoch schauen, sage ich jetzt mal. Und die Niederlage, die tut extrem, extrem weh, auch trotz der Leistung, muss ich sagen, gleiches Kompliment, aber ja, die schießt richtig an.